So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gems of War hier zu nah an der Sonne. Wir haben Tesha kennengelernt. Jetzt kann ich es sagen. Du wunderst dich sicherlich, warum eine Lapina in Sonnenkram ist. Ja, das tue ich. Es ist eigentlich sehr einfach. Ich bin gekommen, um Garuda eine Lektion in Demo zu erteilen. Garuda? Die Strix nennen ihn den Gottkönig. Verstehe. Folge mir, ich suche nach der Sonnenscheibe. Ich werde alles unterwegs erklären. Okay. Reise durch Sonnenkamm, um die Sonnenscheibe zu finden. Reise durch Sonnenkamm. Rawr. Kein Vierer. Mana Surge. Aber ein ordentlicher erster Turn. Geplatzt. Ich will da drüben nichts machen. Okay, ich hätte auch noch was. Erledigt. Finde die Säule der Sonnenscheibe. Wage es nicht, dich der Sonnenscheibe zu nähern. Prinz Askila. Krass, beschwören Lichtstrafe einem Feind 11 Schaden zu. Und wenn er stirbt, kriegt jeder 5 Damage. Gönnt man sich. Der Typ gönnt sich ja auch gerade eher. Ich muss die Schädel nutzen, sonst macht's der Gegner. Ist auch doof. Siehst du die Säule da vorne? Das ist die Säule der Sonnenscheibe. Und? Sie gehört Garuda. Er nennt sich selbst der Herr des Himmels. Okay. Und der abwissende König und der Meister der unlöschbaren Flamme. Oh. Und der Unbesiegbare, wie ich sagte, er sollte etwas über Demut lernen. Also, deswegen bin ich hier. Verstehe. Also, das ist mein Plan. Garuda nennt sich selbst der Herr des Himmels. Das Wetter hier in Sonnenkamm ist immer perfekt. Warum? Die Sonnenscheibe sorgt dafür. Leider können wir sie nicht stehlen. Also, wir werden die Priester belisten, damit sie zerbrechen. Verstehe. Überlegst du dieses Trickswächter, indem du sie dazu bringst, die Sonnenscheibe zu zerbrechen. Täusche vor, die Sonnenscheibe stehlen zu wollen. Lass die Sonnenscheibe in Ruhe. Jetzt kämpfe ich gegen Harpien. Mana Surge. 20 Schaden. Oh, hätte ich auch noch sehen können. Mana Surge. Ah. Au. Oh, der Typ ist schon krank, ja, dieser Zauberer. Schade, dass er keine Magie dazu bekommt. Das finde ich ein bisschen ärgerlich.
Das wäre jetzt echt ziemlich stark. Bring das Tricks dazu, die Sonnenscheibe zu zerbrechen. Ich werde die Sonnenscheibe eher zerbrechen, als zuzulassen, dass sie bekommt. Mensch, da ist ja unser Plan aufgegangen. Ist ja unglaublich. Oh, der hat schon voll gehabt. Naja. Mana Surge. Mana Surge. Der Schaden ist so dumm. Mana Surge. Bam. So. Und das war's dann. Dann ist er nicht mehr Herr des Himmels. Dann ist er nicht mehr Herr des Himmels. Okay. Schau mal, Wolken. Das sollte die Aufmerksamkeit des sogenannten Gottkönigs wecken. Denke ich auch. Er wird kommen und nach uns suchen. Und wenn er das tut, was dann? Ich würde gerne das Gerede darüber beenden, dass er der allwissende König ist. Okay. Level 53. Yay. Nichts dazu. So. Ich würde mal ganz kurz gucken bei dem Kriegsherr. Wie viele Dings wir da noch brauchen, bis zur Gigantenform. 8 Siege nur noch, Riesenstärke. Weiß ich auch noch nicht, was sie mit mir damit sagen wollen. Okay, oh, gewinne ein PvP. Ah, okay, gibt es auch sogar noch welche dafür? Ah, hab jetzt keine Lust zu rechnen. 830 zu 977, not bad. Na, den Diepelman eingeholt. Bam, Alter. Na, 16 mehr, 17 mehr als du. Okay, auf geht's weiter. Jetzt müssen wir eine Frage finden, die Garuda nicht beantworten kann. Verstehe. Und zum Glück glaube ich, dass uns in der Nähe etwas helfen könnte. Wo? Die wütenden Propheten der treibenden Sande. Wirklich? In ihrem Wahnsinn steckt manchmal auch etwas echte Genialität. Komm schon. Okay. Reise zum Königreich Treibende Sande, um nach einer guten Frage zu suchen. Reisen nach Treibende Sande. Was haben wir denn hier? Ein Genie. Ich dachte, ich bin nicht los gewesen. Aber anscheinend doch nicht. Au. Na, mehr hätte ich es auch nicht mehr gesehen, was man hätte machen können. Ich glaube, das tat schon ziemlich weh. Bam.
Finde die wütenden Propheten. Lapina? Lecker! Garuda beschwert einen Feuersturm, füge einen Feind neuen Schaden zu, erhalte eine Magie, verstärkt durch die Runden, die ich auf dem Feld. Allen neuen Damage zu fügen ist schon heftig. Das fällt jetzt echt Grütze, oder? Wir haben echt nicht viel anfangen. Oh, da war ein Schädel. Ups! Alter, die machen 15 Schaden, ist das euer Ernst? Oder sie versuchen die Schädel. Wow. Ja, jetzt genau ist die Dings weg. Hätte ich Verbrennung gesetzt, solche Penner, ey. Danke. Kein Grün, kein Rot verfügbar. Sehr nervig. Jo, entspann dich. Der verbrennt. Eine Schatzkarte. Das ist es. Wir sind endlich da. Sind wir das? Leider wird das ganz keine kurze und leichte Lektion für Garuda. Glaube ich auch nicht. Aber Macht ohne Demut ist sehr gefährlich für die ganze Welt. Stimmt. Manche Leute gehen dorthin, wo wir gebraucht werden, und im Moment ist das hier. Von mir aus. Da sind die wütenden Propheten. Ich sehe sie. Ich habe noch nie mit denen gesprochen. Ich glaube, sie sind gefährlich. Glaube ich auch. Schauen wir mal, was sie zu sagen haben. Ich frage die wütenden Propheten nach einer Frage, die nicht beantwortet werden kann. Sprich mit den wütenden Propheten. Haha, du suchst nach einer Frage, die nicht beantwortet werden kann? Sieht jetzt aber nicht so gefährlich aus, der Gegner. Du kommst mal schön nach hinten. Du darfst hier keine Magie sammeln. Das ist ja mal richtig gefährlich. 20 Schaden macht jedes Mal, das ist ja krank, ey. Da hätte ich Grün gehabt. Naja, da ich ja mittlerweile alles verwerten kann, ist es echt egal, was ich hier mache. Wow. Betäubt. Oh, der ist wirklich betäubt. So viele Items. Finde die Frage. Haha, du musst bei der Antwort anfangen zu suchen. Du musst bei der Antwort anfangen zu suchen. So viele Schädel. Oh mein Gott.
Bin ich doof. Hier mit ihrem dreckigen Stun, ey. Au. Mana Surge. Tat weh. Die Olle hat sich geheilt. Ist ja doof. Mana Surge. Interessant, bei der Antwort anfangen zu suchen, sagt er. Stimmt, also wenn wir wollen, dass er sagt, das weiß ich nicht, dann wir müssen ihn einfach nur fragen, was? Was würde der Gottkönig niemals sagen? Genial! Naja, doch so genial ist. So, haben wir unsere Klasse. Nein, 4 Siege fehlen noch. Naja. Beim nächsten Mal dann. Um uns in der Gilde noch ein bisschen unsere Abzeichen. Schauen wir, wie viel wir jetzt gesammelt haben. Oh, nochmal 20 dazu. Guck mal, fast 1000. 997. Und mit dem Dinger kümmern wir uns dann später im Shop. Ah ja, guck mal, hier steht wieder ein Schlüssel Level 4 Truhen. Gilden Beschützer. Häufige bis mystische Einheiten. Oh, die nehme ich. Und Riesen unter ihnen. Verstärkungsrate mal 7. Achso, fühlt einem Feind. Ist aber ein bisschen doof. Naja, gut. Okay, meine lieben Freunde. Da würde ich sagen, kurz mal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Gems of War. Bis dahin. Ciao.